Sie nennen es große Depression. Das ganze Land ächzt unter der großen Wirtschaftskrise, unter Armut und Arbeitslosigkeit. Das ganze Land? Nein. In der Golfregion des sonnigen Südens sprudelt das schwarze Gold unentwegt aus der Erde und bewahrt die Leute davor, notleiden zu müssen. Nun, zumindest die, die glücklich genug sind, direkt auf einer Ölquelle zu sitzen. Höchste Zeit, selbst in der Erdölbranche aktiv zu werden. Öl ist das beste Schmiermittel für unsere Geschäfte. Und damit herzlich willkommen zum sechsten von 7 Missionen hier in Transportfieber Amerika. Wir haben wieder 5 Medaillen. Fleißiger Ölförderer beendet die Mission von 1955. Dann haben wir Investition. Sorge zum Wohle des Wirtschaftsausschwungs dafür, dass dein Vermögen 75 Millionen nie übersteigt. Verarbeite Rohöl aus sämtlichen Quellen, die sich auf dem Land befinden. Sorge dafür, dass die Reisezeit auf der Strecke Houston-New Orleans höchstens 5 Minuten dauert. Und transportiere mindestens, also wieder Blitzölbaron und Importeur, importiere mindestens 6000 Waren über den Hafen von Houston. Huiuiui, da haben wir eine Menge zu tun. Es klingt relativ simpel, aber aus der Vergangenheit weiß ich, es ist nicht so. Wir befinden uns in den 30er Jahren am Golf von Mexiko. Die große Wirtschaftskrise ist noch nicht ausgestanden. Und wir müssen verhindern, dass Präsident Franklin D. Roosevelt unser schönes Land ins sozialistische Verderben stürzt. Beweisen wir, dass das Privateigentum an Produktionsmitteln noch immer am meisten Wohlstand schafft. Und dass der Markt sich selbst immer noch am besten regelt. Retten wir den Kapitalismus. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Erweitern wir unser Geschäftsfeld. Steigen wir selbst ins Ölgeschäft ein und investieren unsere Gewinne zum Wohle des Landes in noch mehr Öl. Diese Krise ist unsere Chance. Ja, dann wollen wir mal die Mission starten. Großartig! Ach du heiliger Bimbam. Wir konnten uns ein paar ansehnliche Grundstücke unter den Nagel reißen. Nicht, dass die Ländereien besonders hübsch wären. Doch das, was darunter liegt, gefällt uns ganz außerordentlich. Wir werden die im Boden schlummernden Rohölreserven ans Tageslicht pumpen, zu Treibstoff verarbeiten und vom Hafen in Houston aus nach Übersee exportieren. Außerdem lässt sich am Hafen ein weiteres lukratives Geschäft einfädeln. Güter aus aller Welt warten auf einen Spediteur, der sie unter die Leute bringt. Damit kennen wir uns ja aus. Ja, so sieht es aus. Arbeite in Houston, Treibstoff und liefere es anschließend zum Harbor von Houston. Bevor Quellen angeboten werden, ist deren Fördermenge unbekannt. In Houston gibt es eine Lösung für dieses Problem. Schau dich dort um. Unser Geschäft entwickelt sich prächtig. Das Dumme an der Sache ist nur, dass man nie im Voraus weiß, wie viel Rohöl sich an einer bestimmten Stelle befindet. Dazu muss man erst mal bohren. Und das ist furchtbar teuer. Eine Firma in Beaumont hat ein Verfahren entwickelt, mit dem sich zuverlässig voraussagen lässt, wie viel Rohöl sich an einer Stelle fördern lässt und ob sich das Bohren überhaupt lohnt. Wir könnten eine Lizenz zur Nutzung der besagten Technologie erwerben. Das ist allerdings nicht ganz billig. Das Bohren kostet 3 Millionen pro Bohrstelle. Es sind insgesamt 9 Quellen vorhanden. Wir haben 30 Millionen. Komm, wir geben Geld aus. Es
nicht viel vorhanden, ne? Wir hätten natürlich auch das Ganze auf gut Glück machen können. Aber gut. Dadurch wissen wir, die Evi oder da, wo am meisten rauszuholen, das ist in Dallas und nochmal in Dallas. So, wir sollen den Treibstoff ja exportieren, ne? Wir sollen ja... Moment, wir müssen den Treibstoff exportieren. Das heißt, wir müssen das alles hier hinbringen. Zum Harbor von Houston hier hin. Es sind sogar schon Zuglinien vorhanden. Was haben wir denn hier für eine? Hier liegt das schwarze Gold. Sehr nett von den Dinosauriern, dass sie die Güte hatten, auszusterben und sich in Rohöl zu verwandeln. Wollen wir mit der Förderung beginnen? Ah, das heißt wir... Ich verstehe. Das heißt, wir haben jetzt 15 Millionen für die Lizenzen ausgegeben und müssen jetzt zusätzlich... zusätzlich 27 Millionen ausgeben, ne? Für jede Bohrung 3 Millionen. Ist das die Frage? Wir haben halt hier schon... Wait a second. Wir haben ja hier... Wir sollen ja auch von... Ein Teil der Mission war ja auch... wieder Blitzsorge für das die Reise zwischen Houston und New Orleans. Wir haben hier Houston und New Orleans. Haben wir dann hier drüben, soll unter 5 Minuten sein. Das können wir auch alles über Bus machen, so ist es ja nicht, ne? Ah, ich bin gerade am Überlegen, ob wir das. Ob wir schon mit Zug das Ganze machen oder nicht. Schon Züge nutzen. Dann wäre mein Train Terminal schon bereits dort ist. Aber es kostet halt auch wieder fucking viel Geld. Das ist halt das Problem. Andererseits, wenn wir. Anstellen. Wir gehen mal einfach nicht auf Oberleitung, wir gehen komplett auf Diesel. Und da das Ganze von hier aus auch noch weitergehen könnte, von Dallas aus, gehen wir zwar schon mal auf diese Seite, auch nur zweispurig, aber genau. Kein Aber. Wir gehen auf diese Seite und schon zweispurig. Das war eigentlich eine Aussage, die ich treffen wollte. Und wir nehmen nur normale Gleise. Wir machen das alles mit normaler Geschwindigkeit. So, im Idealfall machen wir jetzt nochmal kurz hier für... Nein, das war nicht hier. Das nochmal. Hier war es. Ja, hier die Höhenlinien an. Okay, wir verlassen nur kurz mal die Höhenmeter, aber gut. Machen wir einfach mal so. Ich weiß ja gar nicht mal, ich denke jetzt auch gar nicht mehr genau, wie viel der Zug kostet. Dann würde ich sagen, gehen wir hier vorne rüber. Da wir in Amerika sind, machen wir das Ganze mal auf Meilen. Auch nicht möglich, na klar. Was denn auch sonst?
Warum war mir das klar? Das Gute ist, in diesem Game kann man auch Sachen abreißen und sie neu setzen. In Bezug auf die Straßen. Das ist ja eine Sache, die bei Train Fever, beim Vorgänger von Transport Fever, nicht ging. Da muss man erst eine Nebenstraße machen, damit man die Hauptverbindung kappen konnte. Auch schon eine relativ belastende Sache, wenn man so drüber nachdenkt. Allein der Vorsprung war schon nice. Oh Gott. Dass man jetzt noch Story-Modus mit drin hat, so ein bisschen, ist halt auch super. So, das heißt, wir haben jetzt hier eine doppelte Verbindung drin. Wir machen hier einfach nochmal eine schöne Doppelkreuzweiche hin. Vor jedem Bahnhof. Einfach weil wir es können. So, hier brauchen wir es eigentlich nicht mehr. Hier haben wir schon. Sind wir schon gut versorgt, was das betrifft. Warum ist das denn jetzt. Ich habe doch einen fucking Güterbahnhof genommen. Warum kommt da jetzt ein Personenwagen Bahnhof hin? Ich könnte schwören, dass ich die Variante genommen habe vom Güterzug. Warum ist denn hier überall die Steigung jetzt so groß? Wahnsinn, was Straßen manchmal echt für Probleme bereiten, ne? Da ist hier gar kein Problem. So. Personenzüge ist alles für Personenzüge, sehe ich gerade. Ach, ich bin auch lost. In diesem Game ist es ja anders. Da war ja was. Ich wäre jetzt noch voll im neuen Teil drin. Hallo? Hallo? Dankeschön. Dann können wir zum Beispiel eine neue Linie machen, die dann von hier. Hier rüber nach dort geht. Wenn wir jetzt noch ein paar Signale reinbauen, dann sollte es auch besser passen. Dann ist das zumindest die. Ach, nehmen wir einfach mal Öl. Linie 1. Dann müssen wir das schon mal. Dann setzen wir einfach mal. Hier vorne ein Depot hin. Doppelkreuzweiche. Dann wollen wir schauen, was für Lokomotiven wir nehmen können. Die sind halt alle super teuer, wir haben keine Kohle.
wir schon was. Das ist die günstigste. Ja, wir sind nicht auf Elektro. Es wäre zumindest die günstigste Güterlok. Wobei wir auch die nehmen könnten. Von der Geschwindigkeit ist es ja ähnlich. Leistung und Zugkraft 450 zu 265. 700 Zugleistung, aber nicht so viel zu Kraft. Ich würde hier schon was die nehmen. Für 1 Million. Wir brauchen noch ein paar Kesselwagen. Gehen wir auf automatisch, würde ich sagen, ne? Sollte reichen. Weisen wir dem mal die Linie 1 zu. Und damit wir so ein bisschen Geld auch machen. Wir müssen auf alle Fälle New Orleans und Houston immer miteinander verbinden. Das steht schon mal fest. Das heißt, wir könnten schon mal ein paar, zumindest schon mal so ein kleines Busnetz hier aufbauen. Vielleicht sogar doppelseitig. Dann jetzt hier wieder auf beiden Seiten. Hier wieder gleich und das sollte es erstmal reichen, zumindest hierfür. Machen wir zum Beispiel mal die zwei Linien, bevor ich vergesse, welche Reihenfolge, also wo ich die lang finden wollte. Dann einmal hier entlang, dann einmal hier entlang und hier entlang, das passt. Dann haben wir hier Houston 1. Und dann einmal in die andere Richtung. Dann haben wir hier Houston 2. Dann können wir noch ein paar Busse hin draufpacken, damit das ein bisschen in Anschwung bekommt. Dasselbe machen wir dann auch in New Orleans. Dann würde ich fast sagen, wenn wir danach auch mit Personen, dann wie viele nehmen wir denn? Drei sollten erstmal reichen, würde ich sagen. Einmal hier und einmal nochmal drüben. Das wird dann später Houston verbinden per Zug. Und dann würde ich sagen, nehmen wir hier die M300. So, aber erstmal verbinden wir nochmal hier alles. Wir können ja schon mal das Depot hier hinpacken. Machen wir ein paar Busselstellen. Machen wir ähnliche Prinzip. Doppelt gemacht, naja, ich glaube schon, oder? Ich verstehe nicht, was ich getan habe. Läuft. Hallo? Das ist ja auch super hier. Ich hätte zwei Busse erstellen dort, alles klar. Dann machen wir die erste Linie von New Orleans. New Orleans Nummer 1. Und wenn wir das Ganze dann haben, können wir das, wird das einfach schon mal das Spiel laufen. Das dauert ja eh. So,
Machen wir nochmal eine zweite Linie von New Orleans. Ja, ist verkehrt rum. Ich möchte nämlich dann das Ganze von hier außen halt in diese Richtung machen. Ja, hallo, danke. Hier. Auch eine ganz verrückte Strecke jetzt irgendwie. New Orleans 2. Ich meine auch beide eher bläulich. Für New Orleans und dann dasselbe nochmal für New Orleans 2. Das sind dann beides mal dieselben. Es gibt Probleme, wo denn? Es gibt getrennte Straßenverbindungen. Okay. Gut zu wissen. Mir aber neu. Durch Sir Charles kommt man. Da kommt man auch durch. Und da auch hin. Hä? Ah, hier. Da war eine Verbindung, die ich vergessen habe, jetzt zu machen. Ja, um zu machen. Ich muss sagen, jetzt auch keine Probleme mehr, da kommt schon. Unser Auto 88. Oder ist das 600? Ne, ist 600. Jetzt wieder ein bisschen zu fahren. Ja, in der Zwischenzeit müssen wir einfach so ein bisschen Geld machen. Das Ding ist, wir haben halt wirklich, wir müssen das halt echt mit Zug machen, ne? Ich würde das Ganze ein bisschen noch so nach hier. Ach, ich bin auch blöd. Hier liegt das schwarze Gold. Sehr nett von den Dinosauriern, dass sie die Güte hatten, auszusterben und sich in Rohöl zu verwandeln. Wollen wir mit der Förderung beginnen? Ich würde gerade sagen, wir müssen noch hier eine Ölbohrung machen. Für 3 Millionen. Hier sprudelt schon das schwarze Gold. Hoffentlich geht es uns nie aus. Sonst müsste man wohl neue Dinosaurier züchten und eine Ewigkeit warten, bis die sich wiederum in Rohöl verwandelt haben. Das wird nämlich dauern, das ist richtig. Da eben wird es nämlich auch wieder 3 Millionen kosten. Sobald wir 3 Millionen haben, wir machen es einfach mal ein bisschen schneller. Sobald wir die 3 Millionen wieder drin haben, weil wir bauen das Ganze schon mal weit hinten aus. Dass wir hier drüben auch. Allerdings bräuchten wir hier drüben eher ein Endpunkt. Wir können dann halt von hier aus dann hier noch 3 mitten mit einer Linie. Dann haben wir hier noch eine Linie, die 2 mitnehmen kann. Und dann haben wir hier noch eine Linie, die 2 mitnehmen kann. Also 2, 3, 2 und 2, das passt. Aber es werden 4 Linien hier fahren lassen. Jetzt brauchen wir aber erstmal einen Kopfbahnhof mit einem einfachen. Wunderschön, muss er nicht aussehen. Hauptsache, es funktioniert. Das Geld zerrinnt uns zwischen den Fingern. Wir sind demnächst pleite. Wir brauchen noch keinen Kredit. Aber wenn wir bereit sind, unterwürfigst zu betteln,
lassen unsere Geldgeber einen kleinen Überbrückungskredit springen. So arm sind wir auch ja nicht dran aktuell. Gehen runter auf 37 Miles Power, aber ist dann halt wie es ist. Ich frage mich noch, warum ich mit den alten Dingern da gearbeitet habe. Mit den alten Signalen, wir können ja auch direkt die neuen nehmen. Kommt auch schon wieder zurück. Wartet da jetzt schon mittlerweile was? Ah, da warten schon mal 26, wunderbar. Ölfeld, 1944 vorhanden. Ah, okay, das fördert gerade ab, ne? Ja, genau, das fällt gerade gebohrt, wo es gerade gebohrt und fördert das gerade ab. Ich lasse erstmal mit dem Kredit aufnehmen. Wir warten erstmal ab, ne? Noch ist ja nicht allzu gravierend. Notfalls können wir immer noch einen Kredit aufnehmen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, wie das war, ob man was passiert, wenn man kein Geld hat mehr. Dadurch verdienen wir jetzt auch zum Beispiel mal ein bisschen Geld. Da kommt ein bisschen Geld zumindest rein, oder auch noch nicht, aber dadurch wird ein bisschen Geld reinkommen. Wir sollen nicht mehr als 75 Millionen haben, ne? Wir müssen halt immer wieder Geld ausgeben. Genau, da war was. Wie groß ist Houston eigentlich? 969, kurz vor 1000. Wir fahren jetzt gerade mit 28 Rohöl, was dann zu Treibstoff verarbeitet wird, umher. Wir müssen insgesamt 5000 Treibstoff exportieren, genau. Wenn wir dann 3 Millionen haben, machen wir die nächste Bohrung da hinten, dann können wir die Linie auch erweitern. Und das Ganze versuchen mehr ein- und abzutransportieren. Das ist noch keine Aufgabe, ne? Aber das ist genau das Problem. Wir können auch hier Öl bohren. What? Okay, das ist geil. Das ist nice jetzt. Sieht zwar schade aus, dass es halt so aufgeschüttet ist, die Erde dort, aber das ist nice. Das gefällt mir. Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht die Waren in die Städte packen fahren sollten. Einfach nur so ein Wild Guess. Verkaufsmöglichkeiten. Warum denn hier die Verkaufsmöglichkeiten? Direkt hier in der Mitte. Oh, einmal hier und einmal nach dort, würde ich sagen. Einmal von dem Truck Terminal hier hin und einmal dorthin. Waren Houston. Würde ich sagen, können wir dann doch mal direkt machen, ne? Wenn wir wieder ein bisschen mehr Geld hätten. Hier war das schon einiges an Treibstoff, 27 Stück.
Wenn wir dort angekommen sind, warten noch mal ein bisschen mehr auf uns. Damit können wir Waren transportieren, 8 Stück, damit nur 6 und damit ganze 9. Damit können wir auch Waren transportieren. Warum muss man einfach 3 Stück erstmal davon? Weil wir einfach nicht das Geld dafür haben. Wir haben einfach keine Kohle aktuell. Ich will aber auch nicht unbedingt jetzt gerade Geld ausgeben. Uns hier die Schulden, den Kredit aufnehmen. Ja, wir machen es einfach mal kurz den Überbrückungskredit. Machen wir jetzt hier nochmal ein paar mehr davon. Das sind wahrscheinlich auch viel zu wenig. Im Grunde genommen kann man auch die andere Linie, oder die Linie kann man dann im Grunde genommen auch hier erweitern. Dass wir dann nach Houston Terminal hier halten. Beziehungsweise eigentlich hier nach hier rüberfahren. Das ist auch noch unsere erste Linie. Hä? Warum ist denn das jetzt so bescheiden? Einmal hier hin, dankeschön. Dann läuft das auch, dann können wir schon mal hier die Bohrung machen. Hier liegt das, hier sprudelt schon das schwarze Gold. Hoffentlich geht es uns nie aus. Sonst müsste man wohl neue Dinosaurier züchten und eine Ewigkeit warten, bis die sich wiederum in Rohöl verwandelt haben. Welche haben wir jetzt hier eigentlich angezapft? Wir haben die Dallas Oil Well 2 mit 500 Material angezapft. Nichts im Produzieren en masse, das heißt, dann sollte es auch dort bald ankommen. So, da haben wir auch schon wieder was abgeliefert. Und einfach mehr Fahrzeuge. Guck mal hier, das ist halt. Und das ist einfach nie und nimmer alles abtransportiert. Zu kaufen. 1, 2, 3, 4, 5 Stück nochmal dazu. Dadurch würde Houston natürlich auch ordentlich wachsen. Dabei will er natürlich auch wissen. Okay, wir warten noch erstmal. Wir wissen zwar, dass wir eine ordentliche Verbindung ausbauen müssen. Stark, wie das einfach so ein schönes, nice, freies Feld hier gemacht wurde. Das ist toll. So ein kleiner Park hat was. Hat er jetzt eigentlich hier schon was abgeliefert? Tatsache. Wir haben hier Produktion. Was sollen wir anliefern? Wir haben Potenzial von 244. Die Frage ist ja, was abtransportiert wird. Kann man hier leider nicht sehen. Geladen. Okay, 40 bisher. Da kommen noch einige wieder dazu, die wieder herkommen. Dann haben wir das Ganze schon mal. Dann können wir prinzipiell gesehen auch schon mal diese beiden hier anschließen. Dann fahren wir hier lang und dann würden wir uns hier vorne treffen. Was wir jetzt natürlich auch machen könnten, wir könnten auch so richtig dämlich. Wir könnten richtig dämlich das ganze Szenario hier abschließen, indem wir einfach ganz stumpf
Kann schon sagen, wir machen jetzt hier ein Depot hin. Leute können dann hier hinlaufen. Dasselbe Spiel machen wir hier drüben in New Orleans und dann schicken wir einfach so viele Busse auf die Strecke, bis wir bei einer Minute sind. Ja, bis wir bei unter 5 Minuten sind. New Orleans, Houston. So ganz billig und schäbig. Houston, New Orleans. Weniger als 5 Minuten. Auch im Blick. Dann nehmen wir einfach das schnellste, was wir haben. 16 Meilen, 22 Meilen. 1, 2, 3, 4, 5. Ach komm, machen wir einfach mal so viel, bis wir bei 10 Millionen sind. Okay, das reicht mir erstmal. Das sind auch viel zu viele, Gott, das sind viel zu viele. Mal schauen, wo wir jetzt sind. Locker unter 5 Minuten. Aber wetten, wir brauchen das, wir müssen das Wetten machen mit Person, mit dem Zug. Safe Call, wir müssen das mit dem Zug machen, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Ja, wir sollen mir abtransportieren, ich weiß das schon, ich merke das schon. Einfach so viele rausgekommen sind, dass ich das nicht mehr aufdecken konnte. Warum kann ich schon wieder nicht klicken? Was ist denn das wieder für ein Mist? Das geht. Das geht hier wieder nicht. Warum geht das wieder nicht? Wir sind wieder zu viele Züge gewesen. Busse gewesen. Hier geht's wieder. Das ist ja super. Ich brauche die aber hier drüben. Klar. Hier geht's wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Für Waren Houston. Wir müssten prinzipiell eigentlich das von Dallas auch nochmal anzapfen, was hier irgendwo hier in der Nähe ist. Was halt auch mit am meisten bringt. Verdammt, wir können das ja gar nicht hier anzapfen, wir müssen das ja hier vorne dann anzapfen. Planen wir schon mal das Ganze. Probleme hier unten sind ja einfach, dass hier nicht genügend abtransportiert wird. Und wir haben mittlerweile... können hier... 150 können da mit. Prinzipiell. Aber wir zapfen schon mal die anderen da hinten an. Ich wollte zu Zügen. Erstmal bräuchte ich einen Durchgangsbahnhof. Mit, zack, der 160 Meter, darf ich nicht vergessen. Das geht auch so schräg. Müsste ja passen, genau, das passt. Machen wir es wieder einen Kopfbahnhof, diesmal aber eingleisig. Der direkt hier rangeht.
Das Ganze ist zumindest mal ein bisschen länger. Aber wenn wir hier aus diesen ganzen Ölquellen nicht so viel rausholen können. Doch lieber nur erstmal einen Zuckerern überall rausschicken, weil ich die Befürchtung habe, dass wir. Jetzt muss ich gucken, wir müssen hier vorne lang. Weil ich halt die Befürchtung habe, dass wir. Ja, da haben wir das Doppelkreuzung. Langsam Kurve, einfach damit wir möglichst lange die Züge draufpacken können. Das ist halt wirklich, ich weiß nämlich nicht, wo meine Punkte noch immer nach. Verarbeitet Rohöl aus sämtlichen Quellen. Okay, ja, gut. Ich denke mal, ein Zug wird erstmal reichen. Wenn wir mehr brauchen, brauchen wir dann mehr Züge, aber ich glaube nicht, dass wir mehr Züge brauchen. Sowas von klar. Scharfe Kurve hier. Bisschen soll es ja auch aussehen. Wir haben jetzt 50 Treibstoff erst exportiert. 70 meine ich. Ich kann sehr gut zählen, ihr merkt es. Ich kann sehr gut. Mein Gott, diese dämliche, das dämliche Doppelklicken der Maus, ne? Kann man noch so viel tricksen, entweder einfach nicht. Genau, das war so der Volt. Ich schon eine Menge getrickst. Muss man einfach mal so sagen. Machen wir jetzt die Öllinie 2. Halten jetzt hier. Das ist ja immer da, wunderbar. Wir kommen von hier nicht rüber. Ist auch blöd, ne? Das war kein Doppelklick, meine Güte. Dann hier rüber und hier nach geht's dann genau in diese Richtung. Und dann sollten wir eigentlich auf der richtigen Seite bleiben. Ja, wunderbar, dann haben wir schon mal die Öllinie 2. Die erste bringt schon gut ein. Mit Klonen ging das hier nicht so einfach, ne? Das war ja was. Da war ja was. Neuen Kesselwagen.
Ey, ich könnte so im Strahl kotzen mit dieser scheiß Maus. Dann machen wir es einfach die in Orange. Das sah irgendwie grässlich aus, aber gut. Dann holen wir uns noch ein paar Kesselwagen. Weisen wir die der Linie zu. Stecken wir sie auch schon mal rauf. Wird auch erstmal hier das Ganze mitnehmen. Boah, was ist das Ganze? Das ist ja alles noch für die andere. Da brauchen wir jetzt halt noch wieder ein bisschen Geld eigentlich. Den haben wir jetzt bekommen fürs Abladen da. Das ist die normale, ist das nicht orange, das ist die erste Linie. Ja, ja, die ist schon mal ganz so solide, was das Geld betrifft. Hier liegt das, hier sprudelt schon das schwarze Gold. Hoffentlich geht es uns nie aus. Sonst müsste man wohl neue Dinosaurier züchten und eine Ewigkeit warten, bis die sich wiederum in Rohöl verwandelt haben. Ja, genau. Immerhin, 554.000. Wir verarbeiten jetzt relativ gut wieder Treibstoff. Treibstoffproduktion läuft jetzt auch langsam an. Wir könnten auch bald überlegen, die Züge zurückzuschicken zum Depot mit mehr Waggons da hinten ausstatten. Was wird ja gerade echt kaum abtransportiert, ne? Diese dämliche Maus. Ja, ich wollte es kaufen, aber es war kein Doppelklick. Ist zum Kotzen. Jedes Mal muss ich es wieder woanders reinstecken in den USB-Port und dann funktioniert es kurzzeitig und dann geht es wieder nicht. Das muss jetzt bei dem Ölfeld einfach nur 1000 vorhanden und sind, ne? Gütiger, das Geld geht weg wie warme Semmeln. Ausnahmsweise würden unsere Geldgeber beide Augen zudrücken, ist gut, mach und weiter. Uns ein weiteres Mal aushelfen. Das ist aber definitiv das letzte Mal. Brauchen wir nicht. Wir machen das Ganze noch mal schneller. Gut, der wird jetzt nicht die erste anfahren können, weil er halt, oh, die werden jetzt zwar anfahren, aber der wird nicht sein. Nehmen wir zumindest hier schon mal ein bisschen Rohöl mit. Für den jetzt gerade ordentlich produziert. Mehr als 200 ist nicht drin. Interessant, wie einfach hier 16 warten, ne? Obwohl wir sie wahrscheinlich gar nicht mitnehmen würden, aber gut. Die Frage ist, können wir die überhaupt mitnehmen mit dem? Können wir sogar mitnehmen. Können wir sogar tatsächlich mitnehmen. Houston sieht ganz gut aus. Schon ganz gut gewachsen, würde ich sagen. Oder ist am Wachsen zumindest. Sagen wir es mal so. Wir können ja einfach mal gucken, ob diese eine Linie, diese utopische hier, überhaupt, die macht halt überhaupt keinen Sinn. Das ist halt dämlich. Schicken wir sie alle mal zum Depot und löschen die Linie fürs Erste. Das müssen wir halt wirklich mit dem Zug machen.
Wir haben ja gesehen, dass es nicht funktioniert. Wir sollen von allen neuen. Ja, aus sämtlichen Quellen. Dass es neun sind, ist halt wiederum was anderes. Heißt, wir müssen auch uns an diese Quelle hier wagen, ne? Heißt, wir brauchen noch ein Schiff. Ein Hafen. Ja, ein Hafen und ein Schiff. Es wird wahrscheinlich. Welche könnten das sein? Es wird wahrscheinlich. Nee, von Beaumont. Das ist wahrscheinlich die. Das könnte noch Dallas sein. Dann ist das wahrscheinlich die Lake Charles. Oil Well. Die normale. Nee, Moment. Doch, die wahrscheinlich dann. Eine von denen. Ach, who knows? Ist ja auch. Wuppe. Das kommt mir langsam wieder ein bisschen Geld ran. Weil wir bei 6 Millionen sind, werden wir dann die andere uns auch nochmal holen, die andere auf upgraden. Und jetzt hier bei. Oh, wir haben sogar einen zu wenig genommen. Das sehe ich gerade. 27 Sekunden, da sind wir gerade, okay. Mal meinen automatischen Fahrzeugersatz hin. Bitte in Orange. Dann mit. Ups, mit dem Kesselwagen. Also bei 0,2 Meilen sind. Machen wir so. Bis das Fahrzeug durch ist, dauert es ja eh Ewigkeiten. Von daher alles gut. Auf 5% von 5. Von x Jahren kommen noch weitere Klassen dazu. Dann machen wir dasselbe. Ups, das wollte ich nicht so machen. Da wollte ich hin. Machen wir dasselbe Spiel auch hier. Nimm es halt nur einfach aus stumpfe normal. Was mit 10 Millionen waren wir, glaube ich. Wunderbar. Dann sind halt alle Wagen da. Oh, jetzt warte ich aber eine Menge. Ich brauche 108, okay. Ja. Wenn wir bei 10 Millionen sind, dann müssen wir da auch. Können wir die auch mal ein bisschen upgraden, dass wir wieder ein bisschen mehr ranpasst. Müssen wir alles ein bisschen peu à peu machen. Ich bin ja sehr gespannt, wie das ist, wenn die nicht mehr vorhanden sind, ne, auf den Ölfeldern. Kam wieder ein Zug an, da kam jetzt auch wieder ein Zug an, wieder ein bisschen Millionen kam rein. Dann wollen wir auch mal hier
Hier liegt das. Eine Hier sprudelt schon das schwarze Gold. Hoffentlich geht es uns nie aus. Sonst müsste man wohl neue Dinosaurier züchten und eine Ewigkeit warten, bis die sich wiederum in Rohöl verwandelt haben. Ja, ist ja gut. Das sind 1000 vorhanden. Sehen wir jetzt hier, wie viel vorhanden ist. Ja, aber der wird jetzt zumindest produziert. Dann müssen wir noch, glaube ich, warten, bis es angezeigt wird, glaube ich. Nee. Dahin. Müssen wir doch mindestens bei 1500 sein. Naja, whatever. Dann das nächste Ziel wäre dann hier, die drei anbinden. Weil wir nehmen einfach mal das mit dem Schiff, würde ich sagen. Wasser. Brauchen wir wahrscheinlich sogar nur noch das Schiff und dann Abfahrt. Glaube ich zumindest. Ich denke mal, das wird schon gehen. Ja, Drilling Rig. Einmal hier hin. Öllinie Schiff. Das wird auch wieder 3 Millionen kosten, das Ganze. Und da brauchen wir natürlich ein Güterschiff. Dann würde ich das fast sagen, nehmen wir dann halt einmal das. Das kostet halt auch wieder ordentlich Batzen Geld. Dafür brauchen wir, dann müssen wir halt auch wieder erstmal warten. Oh, wait! Ah, das sind ja Rohöl. Das heißt, wir müssen das Rohöl dann noch über die Straße hier hinpacken. Hier hinfahren. Also dann müssen wir schon mal vorbereitet dafür. Das ist mir jetzt mal so ganz spontan eingefallen. Aber ich warte auch erstmal, bis wir bei 6 Millionen sind. Pausieren wir das mal kurz. Kaufen uns ein Schiff. Packen das auf die Öllinie. Sind auch schon so klug. Erstellen dann nochmal hier die Rohölversorgungslinie so gesehen. Und verkaufen, genau, und kaufen uns schon mal Fahrzeuge, die nur auf Rohöl sind. Jetzt sind sie auf der richtigen Linie. Und der Nachbarstaat Louisiana leidet besonders unter der schwächelnden Konjunktur. Die Stadt New Orleans hat Mühe, die Versorgung der Bewohner sicherzustellen. Der Gouverneur von Louisiana, ein gewisser Huey Kingfish Long, bittet uns deshalb um Hilfe.
Die politischen Ideen des Mannes sind zwar verheerend, allerdings macht er uns ein interessantes Angebot. Wenn wir die Versorgungssicherheit in New Orleans gewährleisten, räumt er uns die exklusiven Rechte an der Ölbohrinsel vor der Küste Louisianas ein. Das könnte sich lohnen. Ja gut, dann stopp mal kurz. Jetzt weiß ich auch, was wir mit den Waren machen sollen. Wo denn nach New Orleans? Da können wir hier nach dort packen, würde ich sagen. Dann machen wir auch eine Linie für New Orleans. Wir behalten aber auch was anderes noch bei. Waren New Orleans und schicken dann auch hier ich würde sagen, von hier schicken wir die los. Ein paar. Und gönnen uns die die Ölbohrinsel. Ich hätte gedacht, wir müssten auch vielleicht bohren, aber mussten wir wohl nicht. Dann können wir eigentlich auch uns jetzt hiermit beschäftigen, ne? Da geht's lang, da geht's lang und dann endet es dort. Du kannst jetzt zumindest schon wieder vorbereiten. Nehmen wir die Doppelklickmaus. Hier wieder zweigleisig, zweispurig. Zack. Das eine Ölfeld ist mittlerweile schon fast aufgebraucht. Passt das? Ausrichtungsmäßig, ja. Kann das jetzt schon mal so ein bisschen vorbereiten. Wobei, es geht auch. Ein bisschen teuer, aber wir bekommen mal so ein bisschen Geld gerade nebenbei noch rein. Dann schmücken wir das hier schon mal mit Signalen aus. Das hätte ich auch hier nochmal einsetzen können, aber gut. Das vergessen wir jetzt doch zu teuer, da warte ich lieber nochmal. Langsam. Ja, müssen wir halt echt warten, ne? Weil hier. Puh, hier wird ja nichts gerade abtransportiert. Oder wir sitzen da gerade auf 200 Stück. So gesehen. Schon die ersten warten dann da schon Sachen für die nach Houston, nach New Orleans. 33 sogar schon. Wir brauchen nur 40. Bin ich mal gespannt, oder wie viele gleich mitfahren. Waren New Orleans haben wir hier.
Solange da 40 Stück mit dabei ist, dann haben wir das schon alles in einem Rutsch durch. Was super wäre. Wir würden halt deutlich mehr Geld jetzt verdienen, wenn wir die Züge weiter upgraden würden. Was wir auch gleich machen werden, würde ich sagen. Na? Die ersten Waren New Orleans müssten doch schon langsam da sein, die LKWs. Ich frage jetzt, welchen Karate wir zuerst ab. Oh, das ist sogar der gerade, der gerade wegfährt, okay. Ja, den sollten wir auf alle Fälle upgraden, würde ich sagen. Auch als einer der ersten, aber da müssen wir halt jetzt wieder ein bisschen warten. Nach der nächsten Tour. Okay, es sind nur 33 scheinbar geworden. Das ist belastend. Wir müssen wohl noch eine Runde warten. Genauso wie mit dem Zug. Das Ding ist, das meiste. Ja, komm. Hallo. Oh. Geil. Ja, hallo, danke. Jetzt krieg ich den Kack hier nicht weg, weil die Maus zu dumm ist zum was weiß ich. Ich krieg's nicht weg. Jetzt. Entfernen. Meine Güte. Maus ist anstrengender als die Mission, die lange dauern. Wir warten 110, das passt eigentlich gerade, ne? Die sind eigentlich ganz gut ausgelegt. Ausgelegt, genau. Wir müssen die. Ach gut, ob wir erhöhen die Produktion oder nicht, ist halt auch relevant. Komplett irrelevant. Wir können einfach die Linie weiter ausführen und dann können wir einfach den Zug, der hier lang fährt, der noch mehr Leute, noch mehr. Ah, Pittsburgh, der noch mehr Dinger hier anfährt. Können wir den einfach halt komplett und eine Stahlbrücke. Ich sag mal, wir nehmen eine Stahlbrücke und hier ein Tunnel. Was? Das kostet 7 Millionen? What? Wird weniger kosten, ne? Halt. Auch so eine super Strecke hier.
so ein ganz, ganz günstiger Abschnitt hier. So, da haben wir die beiden jetzt zumindest schon mal verbunden. Da fehlt jetzt noch dieser andere große Abschnitt. Den darbenden Sumpf des Mississippi-Deltas vor dem Schlimmsten bewahrt. Und der Gouverneur hält sein Versprechen. Wir erhalten die Befugnis, die Ölbohrinsel auszubeuten. Ausbeuten, das klingt gut. Wir können Kritik aufnehmen, immer noch nicht. Dann schicken wir es mal los. Dann müssen wir noch bohren. Ne, wir können schon loslegen. Nice. Ihr wartet einfach. Ich glaube, das ist auch eher so eine Quelle, die halt unermesslich ist, glaube ich. Scheint mir zumindest. Ja, was für ein Straßennetz? Wollt ihr mich verarschen? Auch kein Straßennetz. War da einfach schon mal so unfassbar. Waren da schon so viele, das ist halt nice. So, das sind halt auch solche Sachen, die sollte es halt irgendwie allgemein öfter geben. Solche Ölbohrinseln. Das macht halt alles wieder komplett an. Ist halt. Das hebt das Gameplay halt wieder komplett auf eine andere Ebene. Ja, die fahren ja noch, ne? Die fahren ja schon, ne? Ich glaube schon, ja. Jetzt müssen wir halt wieder ewig warten, bis Kohle reinkommt. Ich kann einfach hier jetzt so ein bisschen im Blick haben, das Schiff, wie viel Kohle das einbringt, wenn es dann ankommt. Essen angekommen, das dauert natürlich auch erstmal. Ich frage mich, ob wir irgendwann dann dazu hinkommen, dass wir hier alles abliefern, aber ich bezweifle es. Wir haben halt immer noch 489, wir sind immer noch im 500er Bereich, knapp was die Waren betreffend sind. Jetzt bei wie viel Waren wir insgesamt hier sind, das würde mich jetzt schon echt interessieren. Produziert. Wir müssen gucken, was wir wegtransportiert haben, mehr oder weniger. Ja, da kommen wir schon bald hin, ne? So 6000er Bereich. Wir sind ja schon ganz gut dabei. So roundabout, sagen wir mal so 200er Durchschnitt. In 10 Jahren. Also dann müssen wir schon mal bei 2000. Ein Drittel dürften wir ungefähr geschafft haben. Daran arbeiten wir. Die Mission von 1955 beenden werden wir nicht schaffen, wenn das so weitergeht. Ob der zweite Teil günstiger ist. Mir soll es egal sein. Oder haben wir sogar schon was? Na, meint egal. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Wir kommen 71 jetzt an. Würde ich sagen, wir fahren mit 71 zurück. Wenn hier, falls sich weiter transportiert, weiter produziert wird.
Twin Coach, okay. Wenn wir dann bald Geld haben, falls wir mal Geld haben, kommen wir das Geld auch zum Fenster auswerfen und nehmen wir dann eine Zuglinie für Personen machen. Die dann hoffentlich unter 5 Minuten das schafft. Gibt's denn hier noch so Zwischenmissionen? Zwischenmissionen, ne? So, das war jetzt ja auch so eine Art Mission. Kleine Mission, die noch mit drin war, um was freizuschalten. Bei den anderen werden wir sie nicht haben, ne? Bei den anderen werden wir halt nur sagen, hier, gib Geld aus. Das heißt, haben wir jetzt noch diese Strecke und dann nochmal die, dann haben wir alle. Ja, schon mal die Strecke erstellen. Die Öllinie 3. Wunderbar, genau da soll sie hin. Wollen wir mal schauen, wie sie dann zurückfährt. Hier wird eine Doppelkreuzweiche, Dankeschön. Ah, die fährt doppelt. Ich habe einen Punkt vergessen. Hiernach soll sie bitte noch hier halten. Alles super aus, super zweispurig. Dann haben wir hier die Öllinie 3. Oh, wie viel hat das gebracht? 505.000, okay. Für die Hälfte. Wohl bemerkt nur. Die Frage, ob wir sagen, warte so lange, bis du voll bist. Lass uns einfach weiterfahren. So, wir haben jetzt 8 Millionen. Wir können zumindest... Hier liegt das schwarze Gold. Hier sprudelt schon das schwarze Gold. Hoffentlich geht es uns nie aus. Sonst müsste man wohl neue Dinosaurier züchten und eine Ewigkeit warten, bis die sich wiederum in Rohöl verwandelt haben. Warten wir jetzt wieder ein bisschen Geld reinbekommen. Die wecken sie ab, wurden jetzt hier abtransportiert, ne? Ja, die wurden hier abtransportiert, wunderbar. Mit dem Schiff ist halt eine zusätzliche Ölquelle, ne? Die wir halt immer wieder anzapfen können. Okay, die Oil Well Dallas, die ist jetzt leer. Das heißt, die brauchen wir bald gar nicht mehr anfahren. Da warten wir noch auf die 6 Stück und dann sind wir, dann ist die empty. Alright, alright, alright. Wir warten halt auch immer noch nur 60, ne? Da wart, kommt nicht mehr als. Okay, wir können einfach hier einstellen. Vollladen. Müsste ja so funktionieren, dass es dann halt dementsprechend so lange hier da rumdümpelt, bis er komplett bei 150 ist, ne? Und die müsste ja dementsprechend dann noch nachproduzieren. Sind wir bei 60?
Ich behalte das mal im Auge. Kann natürlich auch sein, dass es einfach nicht weiter produziert danach, ne? Sieht zumindest danach aus. Ja, wir sind weg und plötzlich ist wieder, sind wieder Sachen da. Wir können einfach ein zweites Schiff der Höllen holen, dann wird wahrscheinlich die Förderrate auch erhöht. Wir sind aber wieder ein bisschen mehr im grünen Bereich. Hier sprudelt schon das schwarze Gold. Hoffentlich geht es uns nie aus. Sonst müsste man wohl neue Dinosaurier züchten und eine Ewigkeit warten, bis die sich wiederum in Rohöl verwandelt haben. So sieht's nämlich aus. Hä? Ich dachte, die ist leer. Ah, das ist zwar leer, aber jetzt hat es eine mindestens Obergrenze von nur noch 20. Ich verstehe. Alright. Hier sprudelt schon das schwarze Gold. Hoffentlich geht es uns nie aus. Sonst müsste man wohl neue Dinosaurier züchten und eine Ewigkeit warten, bis die sich wiederum in Rohöl verwandelt haben. Dann durch sind und so. Na, warten nochmal, bis wir bei 10 Millionen sind oder so um den Dreh. Oder zumindest bei 8 Millionen. Puh, wartet hier viel. Und dann kann man gar nicht alles mitnehmen. Das ist halt das Ding, das ist das Lustige. Das fällt ja komplett voll jetzt erstmal hier mit. Der Zug. Oh, ist ja wie bei 68. Ja, sieh mal an. Mittlerweile sind wir bei 1592 von 5000. Hier sind wir auch bei 426. Wir müssen mehr Waren abtransportieren. Oh Mann, oh Mann. Gerne einfach nur einfach aus Spaß schon mal, falls wir das wirklich noch machen, was machen müssen oder so, können wir zumindest schon mal hier die Bahnhöfe New Orleans und sowas mal hinstellen. Da konnte ich jetzt wie einen Kredit aufnehmen oder sonstiges, aber nee, mach ich jetzt nicht. So, ich möchte nicht den Atlantic, ich möchte. Boah. Big Boy ist halt auch wieder viel zu teuer. Wir bleiben einfach bei Elko. Weil wir bei über 3 Millionen sind, kaufen wir uns dann was. Für einen Treibstoffwagen. Geschlossener Güterwagen. Studebager. Oh. Interessant, wie halt immer noch produziert wird, obwohl es ja eigentlich erschöpft ist, so, ne? Ist ja eigentlich leer.
Dementsprechend müsste noch irgendwann hier leerer zugehen, wenn wir dann irgendwann alles leer hätten. Ich finde es auch interessant, wie dieses Szenario halt auch komplett güterbezogen ist, genauso wie die zukünftigen Folgen von Transport, wie war die letzten zukünftigen Folgen. Viel wird es davon nicht mehr geben, aber die nächsten Folgen, die noch kommen werden, die sind dann halt komplett güterbezogen. Ich muss ja aber gerade nichts mehr rein. An Geld. Na, das Schiff nimmt jetzt wieder ein bisschen was mit. Nur 68. Ist halt echt zu wenig. Wir müssen hier nochmal ein weiteres Schiff hier auf die Strecke bringen. Nicht deswegen, nicht weil wir da, weil wir irgendwie den Bedarf hätten oder so, sondern weil wir einfach, oder nicht weil wir das so viel Geld bringen, sondern weil es bringt ja schon ganz okay Geld, aber damit einfach voll beladen ist und nicht einfach halb leer fährt. Jetzt wieder ganz viele rote Zahlen wieder rein. Au. So, jetzt machen wir 32. Oh, Alco, PA und PB. Wieder vorne Geld ein. Geld ein, Geld rein. Alter, was für ein Stau hier ist, ne? Das ist ja gruselig. Genau, ich wollte ein Kramgleis. Bis da vorne, dass es da keine Probleme mehr hier gibt. Da ist noch ordentlich was vorhanden. Da hat zumindest wieder ein bisschen mehr mit. Bei den beiden Ölfeldern sind wir jetzt nämlich, glaube ich, bei. Moment, ich muss noch was gucken. Wir haben jetzt hier. Das Beaumont. Die Beaumont. Da sind wir bei 500. Dann haben wir das hier, Lake Charles. Oil Well. 500. Und das andere, okay, nevermind. Irgendwo haben wir 2000 noch vorhanden. Ich weiß zwar nicht wo, aber irgendwo. Aber das ist noch Dallas Oil Well 3, da sind noch 2000 vorhanden. Das heißt, wir haben jetzt hier noch eigentlich 3000 vorhanden.
War schon alles getestet. Naja. Ja, da haben wir auf alle Fälle ordentlich, was wir mitnehmen können. Deswegen würde ich halt echt schon gerne das Ganze so auf ungefähr 200 bringen. Also ein bisschen müssen wir noch. Schiff wird zurück. Ach komm, ich hole mir jetzt noch ein zweites Schiff. Vielleicht erhöht das dann ja die Produktion von der Ölbohrinsel. Wenn nicht, dann verkaufen wir das halt wieder, das Schiff. Wir haben erst 40% von der Treibstoffexportmission. Das ist echt heftig. Wir hätten natürlich auch voll reingehen können. Ups, das war jetzt einmal zu viel. Jetzt haben wir 180 noch ein bisschen. Noch zwei Stück und dann können wir das auf die Strecke schicken, würde ich sagen. Wir sind halt noch bei 0,1 Meile. Jetzt auch dann gleich halt wirklich Geld auch, ne? Also weil halt auch viel mitgenommen wird und so. Wie sieht es jetzt mittlerweile hier aus? Da war halt noch ordentlich was und hier hinten auch noch ordentlich. Jetzt hier auch wieder so, jetzt wieder so wenig, jetzt nur ein Maximum für ein 34 ist halt auch komisch. Ist halt offenbar eher so ein kleines Ding, ne? Nicht so was Großes, was man viel mitnehmen kann. Jetzt haben wir nur mit 34 weg, das Schiff. Fürs andere ist halt nichts da, das ist halt auch lustig. Das lohnt sich gerade echt richtig, hat sich echt gelohnt, das Schiff zu kaufen. Was so richtig hat sich das gelohnt. Können wir mal kurz gucken. Neue Straßenfahrzeuge gekommen, ne? Für Waren hätten wir den hier. 13 kann der mit dem, das ist halt schon mehr als das andere. Dann noch groß umstellen. Da habe ich jetzt Treibstoff mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht von welchem Zug, aber von dem hier, glaube ich. Ja. Oh. Ausgerechnet jetzt bekommen wir Kesselwagen oder was? Ausgerechnet jetzt bekommen wir richtige Oschis. Das sind 6 nur mehr rein, ne? Das ist halt auch nix. Gut, die sind ja auch nur bis 1950 drin, ne? Die kosten einfach mal das Doppelte. Mehr als das Doppelte kosten die einfach mal. Und an 92 kommt noch einer. Ach, drauf geschissen, machen wir es einfach jetzt schon. Dann schicken wir den auf die Öllinie 3. San Antonio ist auch leer.
können wir jetzt auch nochmal keine Bushaltestelle hinpacken. Also ein bisschen mehr fancy. Und erweitern die Linien auch später. Haben wir hier schon. Brauchen wir noch eine Linie, die wahrscheinlich am besten dann auch hier nochmal abzweigt, würde ich sagen. So in ungefähr in die Richtung. Also wir müssen uns dann ungefähr hier lang schlängeln. Dann hier vorne schön halten. Und dann halten wir nochmal hier und dann Waren haben wir alle angedings, ne? Genau, dann machen wir nochmal hier einen Kopf Bahnhof hin. Person. Oh. Ich muss ja sagen, ich finde das neue Game, was das betrifft, dann doch schon deutlich angenehmer. Aber vielleicht bin ich auch zu sehr im neuen Game drin, weswegen ich das halt unangenehm aktuell finde. Und gerade in diesem Fall unangenehm finde. Schön. Können wir zum Beispiel mal die Linie hier hin machen. Das ist da angebunden, dann können wir hier rüber gehen. Und dann schließen wir das Ganze wieder an. Ach du Heilige. Schlängeln wir uns hier schön lang. Mit Hülle wäre es natürlich noch. Oh, wir haben keine Kohle. Hoch. Hoppla. Hoppla, wir haben keine Kohle. Das ist ein kurzer Zug. Wie lange ist gerade hier vorne? Im Aufladen. Jetzt fährt er voll. Er fährt jetzt einfach mal schon voll. Hiervon wird er nichts mehr mitnehmen können. Bin mal gespannt, wie viel er jetzt einnimmt. Ist auch eine ordentliche Strecke, die jetzt fährt. Einfach mit rein, bis wir endlich da sind. Also, bis wir nicht in Beaumont Nord sind, sondern bis wir dann bei der Ölraffinerie sind. Kämpfen uns hier ordentlich bergauf. Boah, wir haben hier so viel zu kämpfen, das ist echt
Das ist schon nice. Hat echt gutes Gefühl dazu, Feeling. Wir würden ja, glaube ich, 50 Meilen schaffen, ne? 50 Meilen Power würden wir, glaube ich, schaffen. Bin immer gespannt. Wir haben halt echt das billigste Diesel, den billigsten Diesel sogar am billigsten genommen, einfach weil wir keine Kohle haben. Auf 40 starten wir es zumindest schon mal. Dann kommen wir auch schon wieder aufs Nahe. Okay, hier sind wir gerade bei der Abtrennung zu dem Eingleis. Dann kommen wir aber auf das Hauptgleis. Ist halt schon ein langer Zug, ne? Ist halt auch komplett ineffizient. Der geschaltet ist, da hätten wir höchstens mindestens noch ein Doppelgespann rausmachen müssen, damit es effizient wäre. Oh, 5 Millionen, das schmeckt aber sehr, sehr gut. Haben wir schon Treibstoff mit oder nicht? Millionen, das ist aber, das ist sehr gut, das ist sehr nice. Der fährt fast sogar voll weiter. Mal schauen, wie viel Kohle der am Ende auch noch mal einbringt mit dem Treibstoff, wenn wir dann dort drüben angekommen sind. Oh, ach du Heiliger, was ist das denn? Ein Schiff, okay. Schiff und nochmal All American Golden Sand. Alright. Jetzt kommen wir hier gut was an für den Treibstoffexport. Oh, 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 was passiert hier? Okay, es geht weiter. Boah, nur 1,1 Millionen. Okay, das ist auch, ja, auch ein kurzes Schreckchen. Hier nicht. Hier ist jetzt Abzweigung dahin, genau. Machen wir die Linie hier weiter.
What the hell, einfach mal 6 Millionen kostet diese Kackbrücke. Die Brücke ist einfach brutal, ey. Die kostet einem immer so viel Kohle. Na komm, wir brauchen einfach mal wieder ein bisschen Geld, dass wir das Ganze auch bauen können. Nur der Zug muss ankommen, dann haben wir wieder Geld. schon wieder ein bisschen krank hier. Aber es ist auch nur der erste Bau, ne? Der zweite Bau, der war dann wieder günstig, beim anderen auch, ne? Kostet halt nur die Hälfte dann, ne? Also das eine, die eine kostet 6 Millionen, die andere jetzt hier nur 3,6. Also komplett. Ist halt komplett sinnvoll, ne? Also ergibt mir alles komplett viel Sinn. Warten wir jetzt wieder, bis wir knapp 4 Millionen haben. Würde den Bauabschnitt auch machen können. Dabei sind wir schon mal 60% vom Ganzen. Weil. Also wir sind halt eh auch fast noch beim Abliefern. Das Ausliefern des Treibstoffes. Bei dem einen Öfen einfach richtig rasant abgeht. Bei den Zahlen. Was bräuchte man denn hier noch? Okay, wir können auch in den Minuszahlen steigen, das passt auch. Die Mission beenden von 1955 wird verdammt eng. Das mit den Waren wird auch echt verdammt eng. Ich habe nämlich keinen blassen Schimmer, wo wir da gerade sind. In der Streckenzelle ist halt auch wieder so ein Ding. Oh nö. Egal, wir haben keine Kohle. Fahrzeugersatz. Ach man, lass mich doch gucken, was ich auswähle. Dann nehme ich das Falsche. Sofort ersetzen würde wie viel kosten? Muss mal wieder weiterlaufen. Rotes Signal, ja, der rotes Signal läuft. Wir machen einfach mal bis hier hin. Wir bauen dann den Abschnitt schon mal hier weiter.
eine Güterzuckermann, wir haben wieder Geld. Ja, ist schon schön. Ein einziger Güterzug ist alles, was er ausmachen kann, ne? Das ist schon fett. Und da war das Geld wieder weg. Ey, wir brauchen eigentlich auch gar nicht so viele Signale, weil wir fahren eh nur mit einem Zug rüber. Einfach damit es halt wirklich zweispurig ist, das Ganze. Neue Linie. Ober Jackson über Lake Charles. Nach Houston. Und hier wieder ganz nach unten. Wunderbar, Dankeschön. Kommen wir von hier vorne gar nicht rüber. Kommt hier lang. Und nach dem Terminal geht es dann wieder zweispurig hoffentlich zurück. Sieht gut aus. Hat der sonst keine andere Möglichkeit, ne? So, dann ist es die Öllinie 4. Wir haben hier 17 Kesselwagen hinten dran. Übelst übertrieben, aber gut. Ich würde ja schon gerne. Das ist technisch gesehen oder taktisch gesehen am klügsten. Ne, ich wollte nicht darauf, ich wollte hier rauf. Hier lang. Hier unten entlang würde ich schon was sagen, ne? Und dann geht es halt nach New Orleans dann hier rüber. Orientieren. Habe ich jetzt die rechte Seite genommen? Ja, ne? Ich glaube schon. Ja. Das ist ein kompletter Schwachsinn hier. In Amerika ist es ja, sich sowas zusammenzubasteln, aber gut. Ist halt auch nur ein Game, ne? Darf man auch nicht vergessen. Das kostet Millionen der Spaß. Das Ganze müssen wir schon mal hier fort. Zumindest so lange, bis das Geld wieder ausgeht. Und da haben wir das Geld wieder. Genau, und da wollten wir. Wollte ich das ungefähr hier so lang führen.
kriege nur 6 Millionen die Brücke, das ist ja ein Schnäppchen. Whatever, wir fallen einfach da vorne. Oh Gott, ist das. Das ist ein teurer Spaß, ey. Alles nur, um noch die andere Mission mit auszuschließen, um wirklich wieder mit einem mitzunehmen. Jetzt müssen wir wieder warten, weil wir keine Kohle haben. Zug, ne? Da vorne kommt der eine. Wieder einfach wieder in Houston Staus, ey. Wobei passt ja, ne? Ist ja auch in Realität so. Kohle muss ja gerade wieder angekommen sein. Das ist nicht viel. Das viele Geld kommt erst, wenn der Zug einen Zug, der wieder zurückkommt. So, unsere Weste kommen bis hier. Kann ich auch nicht wieder schließen. Ich weiß ja schon, wo der Bus lang geht. Hier hin, da können wir zumindest schon mal hier auch die Signale stellen. Das war von Strecke Houston, New Orleans. Oh. Ist ja nochmal einspurig. Fällt mir mal so gerade auf. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist hier mit solchen Überkreuzung der Gleise, aber in Amerika ist es ja, kommt es ja vor. Ich will jetzt nicht sagen, es ist nicht unüblich, weil ich keine Ahnung habe, wie der Prozentsatz ist, aber es passiert. In Florida beispielsweise gibt es auch einen Ort, wo man dann auch gut hier die Starts und die Landungen, eigentlich die Starts der Raketen sehen kann. So, dann geht nochmal hier. Und dann warten wir jetzt wieder auf Geld, dass wir hier ein paar Brücken bauen können. Oh, 85. What? Oh, da war jetzt auch wieder mehr. Oh, nice, nice, nice. Oh, jetzt haben wir Kohle. Da kann man wieder einen Zug an. Wie viel kostet das jetzt hier? Der zweite Teil. 3 Millionen nur ein Schnapper. Wenn hier einfach.
Ort, sondern hier, ein daneben. Dann den Zug rausschicken. Millionen, wunderbar. Jetzt brauchen wir noch 2,2, dann haben wir das auch. Dann brauchen wir noch Geld, um die anderen Sachen hinten freizuschalten und dann noch Geld für Zug. Aber ich glaube, ich werde erstmal den Personenzug nochmal auf die Strecke schicken, damit ich auch da noch ein bisschen Geld generieren kann. Apropos, wir könnten lieber mal hier. Die Linien anpassen. Wie ist denn das hier? Einmal Houston. Also vor der Laurel Street. Und nach der Central nochmal hier halten. Und hier wieder Houston 1. Das ist die 4, 3, nach der 3 halten wir hier. Wir bauen die Straße einfach hier, die Straßen mal hier ein bisschen aus. Sehr gut Verkehr da, ne? So, dasselbe Spiel machen wir nochmal hier in New Orleans Zentrum. Ah, das ist die 5. Wir kommen von dort, das heißt, da können wir es nach der 5 machen. Und bei New Orleans 2 kommen wir von der 2. Genau. Dann fehlen uns noch 2,2 Millionen. Wie fällt der jetzt? 61, wir warten 44 nur. Okay, wir brauchen jetzt Geld, um den Teil der Brücke nochmal machen zu können. Dann brauchen wir Geld, um diese überhaupt in Betrieb zu nehmen, hier die Testbohrungen zu machen. Dann brauchen wir Geld, um einen Zug darüber zu schicken. Drauf zu schicken und dann brauchen wir Geld hier für die Personenzüge. Aber ich glaube, ich werde erstmal die Strecke hier beenden, wenn dann das Geld mal da ist. Können wir mal den Kredit hier mitnehmen? Neue Strecke machen. Dies ist noch gleich auf der Strecke Houston minus New Orleans. Wir nennen es einfach Houston New Orleans. Ist das ein 2? Ja, das ist zweigleisig. Auch bis zum Ende. Wunderbar, so wie es sein soll. Oh, wir haben 12 Millionen. Gucken wir mal, ob wir jetzt nur einen Triebwagen nehmen. Ist halt die Frage.
Hä? Verwirrt. Na gut, da können wir keine Passagiere mal erinnern, wir den hier. Für 5 Millionen. Die passen einfach nicht rein, das ist alles das Einzige, was hier passt. Dann wäre es für 10 Minuten. Ich glaube, was haben wir einen zweiten und schicken die auch für Strecke. Sind wir jetzt bei 5 Minuten. Bei unter 5 Minuten sogar. So wie es sein soll. Ich sorge dafür, dass die Reisezeit auf der Strecke Houston, New Orleans höchstens 5 Minuten dauert. Da sind wir dabei. Wir warten nur noch auf dem freien Wege. Ah, wunderbar. Ich will echt gerne wissen, wie viel wir mittlerweile jetzt hier transportiert haben, ne? Es gibt aber leider keine solche Overall-Statistics, ne? Das war jetzt hier so... insgesamt, seitdem wir hier dran sind, was wir jetzt da transportiert haben. Wäre halt schon nice. Fällt mir auf, ich weiß gar nicht, ob wir... wie es mit der Festplattenspeicher aussieht. Das kann ich kurz mal löschen. Und auch aus dem Papierkorb entfernen. Dann zum Beispiel mal 15 GB mehr. Dass das Spiel jetzt nicht abgeschmiert ist, ey, das wäre es noch gewesen. Dümpel jetzt auch weiterhin voll hier rum. Da kommt auch wieder gut Kohle rein. Können wir vielleicht nochmal hier die Waren, den Warenabtransport nochmal verbessern. Ende Gelände. Es hilft kein Bitten und kein Betteln. Unsere Finanziers weigern sich auch nur noch einen weiteren Cent in unser Projekt zu stecken. Verdammt. Das ist bedauerlich, aber wir haben noch genug Kohle. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Wir haben noch Geld. Da geben sie uns halt kein Geld. Wir brauchen auch kein Geld von denen mehr. Das wollte ich nicht. Ich wollte die Waren-Houston-Linie und wollte den Fahrzeugersatz auch sofort ersetzen machen. Dann haben wir die schon mal. Die Treibstoffproduktion ist in vollem Gang. Und das trifft sich hervorragend. Die gute alte Dampflok hat ausgedient. Neue, kräftige Dieselzüge wollen bewegt werden. Wie vorausschauend von uns, dass wir ins Treibstoffgeschäft eingestiegen sind. Zeit, die Bevölkerung von den Vorteilen moderner Züge zu überzeugen. Das ist allerdings nicht ganz einfach. Die Bahn ist nicht gerade attraktiv hier zurzeit. Wer über weite Strecken nicht reisen will, der nimmt den Überlandbus. Doch das lässt sich ändern.
Wenn wir es schaffen, eine ausreichend schnelle Zugverbindung anzubieten, können wir die Leute für die Reise mit der Bahn gewinnen. Ja. Bahn sind beide im Bereich. Körperschneider, Lokomotive und zwei Gleise haben wir. Jetzt dazu gehört nur, wenn der Passagier an Bord hat. Läuft. Wenn er jetzt auch die ersten Fahrten mitgezählt. Machen wir mal langsam, kaufen wir es dann wieder. Mal diesmal eine Dampflok, ne? Muss ich mal diese Güterdampflok. Gut, haben wir noch diese Wagen. Ja, die ordentlich Kohle kosten. War ja was. Nice, wieder Blitz. Haben wir schon direkt geschafft. Reisezeit 288, Frequenz 885 Sekunden. Wir haben eine Reisezeit von weniger als das. Jetzt brauchen wir noch die Frequenz von 180 Sekunden. Uff. Und die Dinger, die kosten halt auch viel. Brauchen eine Frequenz von 3 Minuten, ne? Haben wir prinzipiell sogar. Schon irgendwie faszinierend. So jetzt ein Szenario zu bekommen, von so einen Missionsteil zu bekommen, von wegen, ja, der Zug ist im Aufschwung, lasst uns ein bisschen lasst uns hier ein paar Leute hier über die, lasst uns Züge über die Schienen schicken, damit die Leute, weil das Ganze ist komplett im Aufschwung, klar war es in dem Zeitpunkt im Aufschwung, aber Flugzeug und Auto sind halt immer noch 9 plus Ultra in den USA. Wird zwar auch einiges von Amtrak gemacht, um das Ganze zu verbessern, das ganze System, aber gut. So, haben wir 83 Sekunden. Oh, fast genügend Geld, um das uns zu gönnen. Okay, wir haben 234 Sekunden. Das ist auch nicht rentabel, wie sie jetzt gerade fahren. Das ist halt auch eine andere Sache. Hier liegt das schwarze Gold. Hier sprudelt schon das schwarze Gold. Hoffentlich geht es uns nie aus. Sonst müsste man wohl neue Dinosaurier züchten und eine Ewigkeit warten, bis die sich wiederum in Rohöl verwandelt haben. Als ob wir das hier noch nicht gemacht haben, über 6000 Bahn.
Und auch safe schon. Hier liegt das Schwarz. Hier sprudelt schon das schwarze Gold. Hoffentlich geht es uns nie aus. Sonst müsste man wohl neue Dinosaurier züchten und eine Ewigkeit warten, bis die sich wiederum in Rohöl verwandelt haben. Was ist denn das Günstigste, was wir jetzt hier haben? Immer noch 1 Million. Oh. Dann basteln wir uns das auf jeden Fall nochmal zusammen. Die Frequenz, die wird irgendwann plötzlich irgendwann einpendeln. Also bis 55 haben wir es nicht geschafft. Und noch ein bisschen Geld, damit wir hier noch ein Signal einstellen können, damit es besser passt. Schaffen wir es aber der Reisezeit nicht. Das andere Ölfeld ist ja jetzt auch komplett vorhanden. Minus 1 vorhanden, minus 2. Minus 3. Ja moin. Süß Legit. Das Öl hat versiegt. Oh. 1 Million. Nicht genug Geld. Ja, das Geld gerade flöten wieder. Jetzt muss ich halt auch wieder die. Ach, wo wir uns einfach nur eine Kiste wagen und schicken ihn auf den Schrecker. Dinge zuweisen. Brauchen wir mehr, damit es mehr genommen werden kann. Die Krise ist überwunden. Ach Gott. Die Leute haben alles, was sie brauchen. Belastend. Und sogar das, was sie nicht brauchen. Und trotzdem gieren sie nach noch mehr. So lässt sich wahrlich gut Geschäfte machen. Belastend. Wir haben nur 2 von 5 Medaillen bekommen. Wir haben es nicht vor 55 geschafft zu beenden. Wir haben es nicht geschafft, aus allen Quellen das zu fördern. Hätten wir vielleicht doch lieber kleinere Züge nehmen sollen, nur... wir haben das mit Infanteur nicht geschafft. What the... Lull. Gut zu wissen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich im Hauptmenü wieder. Wenn wir dann gucken, welches die letzte Mission ist, die wir zu erledigen haben. In der Kampagne Amerika von Transportfieber. Und beim nächsten Mal geht es um das Weltraumrennen. Hoch in den Lüften herrscht reger Betrieb. Die Erfindung des Düsentriebwerks hat die Fliegerei revolutioniert. Die zivile Luftfahrt erlebt einen beispiellosen Aufschwung. Reisende gelangen mit dem Flugzeug zum noch so entlegenen Ziel. Der Zug hat als Passagiertransporter ausgedient. Doch obwohl große Distanzen immer leichter überwunden werden, sind gewisse Orte unerreichbar. Der eiserne Vorhang trennt den Osten vom Westen. Die Großmächte haben die ganze Weltkarte unter sich aufgeteilt.
Jetzt gibt es nur noch den Himmel zu erobern, bevor die Russen es tun. Greifen wir nach den Sternen. Ja, das passt schon mal. Flugzeuge und Autos, wie gesagt. Mondlandung sehr schneller als die Russen und beendende Mission von 1970. Das setzte mehr als 100 Millionen. Kometenhafter Aufstieg. Zufriedene Wissenschaftler. Sorge für eine erfolgreiche Konferenz. What the... Okay. Ökofreund. Meide die markierten Naturschutzgebiete mit allen Landvehikeln. Okay. Flugrank. Nee, flugkrank, ne? Meint flugkrank. Zu viel Training schadet nie. Absolviere mehr als 30 Parabelflüge. Das erwartet uns dann im nächsten, in der letzten Kampagnenmission von Amerika, von Transportfieber. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Video wieder.